Wir können Hauptstadt, sagt die Berliner Polizei, und zwar in einer neuen Image-Kampagne, die heute angelaufen ist. Ja, wir können Hauptstadt. Aber können Sie es wirklich? Fragen wir gleich die Polizeipräsidentin. Vorher aber gucken wir uns erstmal an, was da heute vorgestellt wurde und auch welche Kritik es gibt. Bühne frei vor dem Polizeipräsidium. Kleiner Fauxpas, bevor es losgeht. Ein Bilderrahmen mit Polizeilogo versehentlich zerschlagen. Geradezu symbolisch für Pleiten, Pech, Pannen, für die Skandale der vergangenen Jahre oder gutes Omen, weil Scherben vielleicht Glück bringen. Mit 200.000 Euro für eine Imagekampagne will die Polizeipräsidentin nachhelfen. Wir können Hauptstadt, tönt es. Und der Chef für die Hauptstadtsicherheit glaubt auch, dass die Polizei das kann. Die Polizei kann Hauptstadt. Schauen Sie sich an, wie wir den Alltag, wie die Polizei jeden Tag diesen Alltag hier in der Stadt bewältigt. 5.000 Demonstrationen pro Jahr. Jeden Tag am Alltag sehen Sie Polizistinnen und Polizisten, die Großartiges leisten. Und ich finde, die Berlinerinnen und Berliner müssen das anerkennen und auch zu ihrer Polizei stehen. Irritierte Blicke bei einem nicht uniformierten Zuschauer. Anatol Wiki hatte unlängst den Notruf 110 gewählt und wartete 9 Minuten und 5 Sekunden vergeblich. Wenn es jetzt gegangen wäre, zum Beispiel um Raubüberfall, oder dann hätte der ein Problem. Oder wenn jemand versehentlich wegen einem Schlaganfall die 110 anruft, dann war das ein letzter Notruf. Ja? Und das kann doch nicht sein. Jede Enkeltrickbande irgendwo anders hat mehr Mitarbeiter als die Notrufzentrale. Solcher Kritik und zum Beispiel den Skandalen um Schießausbildung und misslungener Terrorabwehr zum Trotz der neue Imagefilm. Bilder aus einer heilen Polizeiwelt, auch aus der Notruf- und Einsatzleitzentrale, die auch um Nachwuchs werben sollen. Nachwuchswerbung für Hauptstadtpolizisten, die weniger verdienen als Kollegen in der Provinz. Und mit oft älterer und schlechterer Technik für Sicherheit sorgen müssen. In der vergangenen Legislaturperiode hatte nur jeder zweite Polizist eine Schutzweste. Die mussten sich Schutzwesten teilen. Das war demütigend. Selbstverständlich hat jetzt jeder Polizist seine eigene Schutzweste. Es gibt neue Pistolen. Überwiegend junge Polizisten zeigen auf Plakaten Gesicht für die Kampagne. Über 850 neue Stellen sind allein im neuen Doppelhaushalt geplant, letztendlich für mehr Sicherheit in Berlin. Die Polizei hat schwere Sparjahre hinter sich, 10, 15 Jahre, in denen auf Kosten der Substanz der Polizei gespart worden ist, bei der Feuerwehr übrigens ganz genauso. Und wir befinden uns in einer Aufholjagd, das jetzt wieder zu verbessern. Und da sind wir schon gut vorangekommen in 2,5 Jahren. Das ist noch nicht das Ende der Glückseligkeit, das habe ich auch deutlich gesagt. Wir müssen also noch eine Menge tun. Aber wir sind unterwegs und die Verbesserungen sind inzwischen deutlich spürbar. Und da ist die Polizeipräsidentin Barbara Slowik. Schönen guten Abend. Guten Abend. Er hat gesagt, das ist noch nicht das Ende der Glückseligkeit. Also es fehlt noch was, aber das, mit dem Sie haben, reicht das für Wir können Hauptstadt? Wir können Hauptstadt jeden Tag, ja. Das ist auch die wichtige Botschaft, auch insbesondere an die Kolleginnen und Kollegen der Polizei Berlin. Denn es ist beachtlich und enorm, was wir jeden Tag leisten für die ja immerhin 3,6 Millionen Berliner und ihre fast 14 Millionen Gäste. Das sind enorme Zahlen, die wir leisten jeden Tag. Sie sagen, es ist eine Botschaft an die Kollegen, an die Polizisten. Sie machen eine Plakatkampagne, die geht hier nach außen, die sehen die Menschen draußen, aber die Botschaft soll auch nach innen gehen? Die Botschaft soll auch und insbesondere nach innen gehen, genau. Ich möchte, dass die Kolleginnen und Kollegen wieder stolz auf sich sind und das, was sie wirklich tagtäglich leisten. Sind sie das jetzt nicht? Leisten. Brauchen die das? Sie brauchen es vielleicht noch ein bisschen mehr, ja, nach den Sparjahren, nach diesen sehr deutlichen Sparjahren, denke ich, ist es wichtig auch zu sagen, wir sind stolz auf uns, ja. Wir schützen diese 5000 Versammlungen, 240 Staatsbesuche im Jahr, wir schützen 220 Botschaften, 140 Residenzen. Sie merken schon, ich könnte Hauptstadt sehr lange weitermachen. Hauptstadt ist anders als, sagen wir mal, Hameln oder Aachen und trotzdem verdient man in vielen Bundesländern oder auch bei der Bundespolizei besser als bei der Berliner Polizei. Gehört zu Wir können Hauptstadt dann nicht auch, dass die Berliner Polizisten dann auch mal anders bezahlt werden? Das gehört dazu. Ich denke, in dieser Legislaturperiode ist man auch auf gutem Weg. Insgesamt, wenn man betrachtet, von 2015 zu 2019 sind im Schnitt ca. 400 bis 500 Euro brutto draufgekommen. Das reicht noch nicht. Wir brauchen noch mehr. Wir wollen in die Mitte der Länder und
Und das ist auf jeden Fall das Ziel. Die Spitze, wenn Hauptstadt das. Ja, wir müssen erstmal realistisch bleiben. Ja, große Ziele setzen und so. Wir können, Sie wollen ja mit seinen Image-Kampagnen, haben selber gesagt, was verändern, auch um Nachwuchs zu gewinnen. Vielleicht auch deshalb sind die, die da mitmachen, ja Köpfe, die wirklich bei der Berliner Polizei arbeiten, also echte Polizisten. Wir reden gleich weiter, aber wir schauen uns erstmal an den Alltag von einem von diesen Polizisten. Polizeitaucher Ivo Schenker braucht Hilfe. Alleine anziehen ist nicht. Also das Rüberziehen geht alleine. Der Rest ist manchmal ein bisschen beengt, sage ich mal. Und deshalb hilft der Kollege. 23 Polizeitaucher gibt es in Berlin. 6 von ihnen sind heute auf der Insel Scharfenberg im Einsatz. In Kürze findet hier das jährliche Inselschwimmen statt. Deshalb sind die Taucher da. Im Strandbereich aufräumen. Damit die Kinder sich nicht verletzen am Außeneinstieg, wenn wir die Einstiege heute Morgen sauber machen, das heißt von Scherben befreien, von irgendwelchen scharfen Gegenständen befreien, Bewuchs wegmachen. Und schon geht's los. Die Taucher im Einsatz hängen immer bei einem Kollegen an der Leine. Ivo Schenker ist unter Wasser, sein Kollege Christian Böhme sichert dann oben ab. Kann ihn im Notfall rausziehen, die Kommunikation läuft über Funk. Warte mal kurz, ich glaube, du kannst gleich wieder hoch, denn die wollen mit der Fähre weg. Ich hol dich mal raus. Vor fast 10 Jahren kam der 30-Jährige zur Polizei, hat dort studiert, sich dann bei den Polizeitauchern beworben und ist nun bereits 3 Jahre, manchmal über, aber meistens unter Wasser im Einsatz. Im Regelfall ist die Verfahrensweise so, dass die Kriminalpolizei uns anfordert, wegen Straftat, suchen irgendwas, Tresore, Messer, Handys, Fahrzeuge, Leichen haben wir auch dabei ab und zu. Die Polizeitaucher sind keine Erste-Hilfe-Truppe, sie sind Bergungstaucher. Auch bei der Suche nach der Goldmünze aus dem Bode-Museum waren sie dabei. Nach der Goldmünze, da war unsere Tauchergruppe nicht mit involviert, wir haben noch eine zweite Tauchergruppe. Aber ja, so eine Sachen kommt natürlich auch davor, richtig. Oft fallen Überstunden an, dennoch möchte der junge Mann seinen Job nicht tauschen, sondern tauchen. Was sagt er als Werbegesicht der Polizeikampagne Wir können Hauptstadt? Hauptstadt bedingt ja, dass man gewisse Widrigkeiten hat oder mehr Belastung von Einsätzen, von Straftaten etc. Und der Slogan steht natürlich auch dafür da, dass wir diese Lagen bewältigen können. Jungen Menschen, die zur Polizei wollen, rät er, sich zu bewerben. Die Polizei sei vielfältig, jeder finde etwas Interessantes. Und auf seinen Job als Polizeitaucher können die Kollegen ja wohl neidisch sein, oder? Im Sommer ja, im Winter ist es genau andersrum, da müssen wir unter Eis tauchen und bei den niedrigen Temperaturen, da ist es dann genau andersrum. Dann beneiden uns die Kollegen dann wiederum nicht. Diesen Müll hat Ivo Schenker heute innerhalb einer halben Stunde aus dem Wasser gefischt. Jeder kann wieder sorgenfrei ins Wasser. Und der Polizeitaucher seinen Gürtel abschnallen. Ja, Ivo Schenker also macht Werbung für das Image der Polizei, aber wie ist das Image derzeit eigentlich? Wir haben mal ganz wahllos Berliner gefragt. Das Image hier bei der von der Polizei in Berlin, also ist eigentlich für mich eigentlich noch ganz gut. Von Freunden höre ich tatsächlich keine so guten Sachen, vor allem wenn es um Geflüchtete geht, gerade wenn es um männliche, junge Geflüchtete geht, das finde ich sehr schade. So halt ein bisschen rassistisch so, ne? Ist halt schon so, die Polizei kommt halt kaum hinterher, so die Kriminalität gerade hier am Hermannplatz ist halt schon so sehr schlimm. Die Polizei hat ein gutes Image in Neukölln. Eigentlich Freund und Helfer? Dass ich so selten auf der Straße sehe. Dass sie nicht sehr ernst genommen wird. Von wem? Also von den Leuten auf der Straße, würde ich sagen. Dass an sich, wenn Polizei irgendwie rumläuft, dass da auch jetzt nicht so viel respektiert wird. Das ist eine ganz gemischte Bilanz, Frau Slowik. Macht sie das jetzt eher zufrieden, eher unzufrieden? Reicht das? Das reicht mir noch nicht ganz. Deswegen genau unsere Kampagne, wo wir auch natürlich den Bürgerinnen und Bürgern noch mal deutlich machen wollen, was wir alles können, was wir alles tun, um auch mehr Wertschätzung und Respekt natürlich zu erfahren. Denn wir leisten Enormes, wie gesagt, auch weit über Soll hinaus, viele der Kolleginnen und Kollegen. Und ich glaube, es ist aber doch schon ja durchgekommen in den Beiträgen, dass man grundsätzlich die Polizei Berlin schon schätzt und auch achtet. Man muss ja auch sagen, wenn Sie 1000 Polizisten auf der Straße haben und 999 machen den grandiosen Job und einer macht Mist, dann ist das für das Image wahrscheinlich viel schlimmer als die 999, die es gut gemacht haben. Müssen Sie möglicherweise auch denjenigen, die im Einsatz sind, noch ein bisschen mehr Nachschulung, Ausbildung zukommen lassen, damit das Image auch
an der Stelle stimmt? Also wir sind natürlich ständig dran, unsere Kolleginnen und Kollegen fortzubilden, auszubilden. Sie haben bei 26.000 Polizistinnen und Polizisten natürlich immer wieder auch Kolleginnen und Kollegen dabei, deren Verhalten nicht dem entspricht, was wir uns vorstellen. Ich glaube, das kann man gar nicht verhindern bei allen Fortbildungen, die wir natürlich auch dran setzen. Es gab ja in der Ausbildung auch mal so Schlagzeilen, will ich nicht alles wieder aufwärmen, aber ist die Geschichte weg? Ist das gegessen, aufgearbeitet und kommt nicht mehr vor? Ich glaube, da haben wir wirklich auch einen Philosophiewechsel noch mal vorgenommen an der Ausbildung. Ich glaube, das ist uns gelungen. Frau Slowik, vielen herzlichen Dank.